Wir unterbrechen unser Programm für eine aktuelle Durchsage. Kurze Zeit nach dem Tod von Wes Craven hat die Horrorszene vor wenigen Tagen eine weitere Ikone verloren. Gunnar Hansen, bekannt als Leatherface aus Tobe Hoopers Kultklassiker The Texas Chainsaw Massacre, ist im Alter von 68 Jahren an seinem Krebsleiden gestorben. Ich möchte daher die heutige Ausgabe von Playzockers Best Of dafür verwenden, ein bisschen auf Gunnar Hansens Filmografie zurückzublicken und mich der Frage stellen, welcher Film ist eigentlich der beste, in dem er im Laufe seines Lebens mitgewirkt hat. Die Antwort auf die letzte Frage können wir uns übrigens relativ einfach geben. Kleiner Spoiler an der Stelle, der Filmtitel wurde in den ersten 50 Sekunden des Videos bereits genannt. Aber bevor wir uns jetzt dann wirklich mit The Texas Chainsaw Massacre und damit, warum der Film eigentlich so genial ist, beschäftigen, möchte ich euch noch etwas anderes präsentieren, auf das ich im Zuge meiner Recherche gestoßen bin. Gunnar Hansens Filmografie ist nämlich relativ schmal ausgefallen. Er hat im Laufe seines Lebens nur in knapp über 30 Filmen mitgewirkt. Dafür allerdings verstecken sich in seiner Filmliste einige Filmtitel, die meines Erachtens nach schon fast literarische Schmankerl sind und die ich euch in diesem Video deswegen auf gar keinen Fall vorenthalten möchte. Weil wer nämlich denkt, dass The Texas Chainsaw Massacre an sich bereits ein lustiger Filmtitel ist, der hat wahrscheinlich noch nie etwas von Fred Olen Ray's Hollywood Chainsaw Hookers gehört, wo Gunnar Hansen den Chef einer Kettensägen-Sekte spielt, der eben den Kettensägen-Gott anbetet und Motoröl trinkt. Klingt komisch, ist aber so. Aber Hollywood Chainsaw Hookers ist bei weitem nicht der seltsamste Filmtitel, den ich bei meinem Durchstöbern von Gunnar Hansens Filmografie entdeckt habe. Nein, da lesen sich dann beispielsweise noch Meisterwerke wie Swarm of the Snakehead, One Ton Baby, Apocalypse and the Beauty Queen, Brutal Massacre, a Comedy, Reykjavik Whale Watching Massacre, One Ton Baby und mein absoluter Favorit, Replicator. Und kleiner Auftrag übrigens an euch an der Stelle, klickt euch einmal schnell in die IMDb und schaut euch die Seite von Replicator an. Und ja, es ist Gator, so wie in Alligator. Und das ist auch so in etwa das, was man auf dem Poster von diesem Film sieht. Verdammt, ich muss diese DVD unbedingt bestellen. Das ist ja Wahnsinn. Anyways, eigentlich wollte ich ja eben, wie bereits bei Wes Craven, quasi die Top 10 besten Filme von Gunnar Hansen machen. Das sich dann allerdings mehr oder weniger in dieser eben vorgetragenen Liste verlaufen. Vor allem, weil in seiner Filmliste einfach kein zweiter Titel dabei ist, der auch nur ansatzweise etwas mit der Texas Chainsaw Massacre mithalten kann. Der Film ist meines Erachtens nach, obwohl er bereits über 40 Jahre alt ist, immer noch ein absolutes Meisterwerk. 2015 war ja ein ganz besonderes Jahr für Tobe Hoopers Texas Chainsaw Massacre, weil der Film zum allerersten Mal nicht nur das, sondern auch in seiner ungekürzten Fassung im deutschen Free TV ausgestrahlt wurde. Endlich konnten einige Leute, die den Film bis dato noch nie gesehen haben, in den Genuss kommen. Viele, überraschenderweise, fanden den Film eigentlich eher langweilig und unspektakulär. Und ich muss zugeben, auch wenn ich persönlich mich eher als Fan modernerer, flotter inszenierter Filme sehe, kann ich einfach den Charme von diesem Film nicht abtun. Texas Chainsaw Massacre ist ein unglaublich spannender, packender, atmosphärischer, dichter und vor allem extrem beunruhigender Film. Alleine durch das dreckige 16mm Filmmaterial, das Filimeter Filmmaterial in dem Sinn, macht der Film eine wirklich grandiose Atmosphäre. Er packt den Zuschauer, er reißt ihn mit und sobald die Hauptcharaktere dann erst einmal im Haus angekommen sind, ist sowieso alles mehr oder weniger vorbei. Die Spannung bei der Dinner-Szene ist meines Erachtens nach im Horror-Genre bis heute teilweise fast unerreicht. Dieses flaue, beunruhigende Gefühl, das man da im Magen verspürt, ist einfach Wahnsinn. Und Texas Chainsaw Massacre bleibt, finde ich, bis heute einer der absoluten Größen aus der amerikanischen Horrorszene. Und es ist irgendwie ein Film, auch wenn man Gunnar Hansens Gesicht in dem Film eigentlich nicht zu sehen bekommt, weil es ja eben unter der Ledermaske steckt, ist es trotzdem
meines Erachtens nach auch ein Teil seiner Leistung, dass der Film so gut ankommt, weil er es geschafft hat, eben den Kettensägen schwingenden Killer mit Nachdruck, mit Spannung und vor allem eben mit wirklicher Bedrohlichkeit und Leinwandpräsenz darzustellen. Natürlich kann man das Ganze auch ein bisschen darauf zurückführen, dass einige ursprüngliche Ideen aus dem Konzept des Films wieder gestrichen und minimiert würden, weil wenn Leatherface wie in Texas Chainsaw Massacre die Rückkehr bereits im ersten Teil mit Lippenstift und in Drag aufgetreten wäre, weiß ich nicht, ob Gunnar Hansen da sogar noch irgendetwas daran retten hätte können, aber er schafft es einfach, den Charakter wirklich großartig darzustellen. Und das ist etwas meines Erachtens nach, damit geht er in die Filmgeschichte ein, nicht nur der Film, nicht nur Toby Hooper, sondern auch Gunnar Hansen. In diesem Sinne von mir ein ganz herzliches Rest in Peace. Und mich würde an der Stelle vor allem interessieren, was ihr eigentlich über Texas Chainsaw Massacre denkt. Ganz besonders spannend würde ich finden, wann und in welcher Form habt ihr den Film zum allerersten Mal gesehen? Wart ihr dabei heuer bei der TV-Ausstrahlung oder besitzt ihr bereits einerseits die großartige Blu-ray von Turbine oder vielleicht noch eine der ganz alten DVD-Auflagen? Ich bin wirklich gespannt auf eure Geschichten, eure Erfahrungen zum Thema Texas Chainsaw Massacre. Ganz zum Schluss von diesem Video noch ein kleiner Hinweis. Ja, ich weiß, am Ende der letzten Best-of-Episode gab es ein kleines Voting, bei dem hat übrigens Dolph Lundgren gewonnen. Playzockers Best-of Dolph Lundgren ist außerdem bereits fertig und gefilmt und war eigentlich für diesen Slot geplant. Aufgrund des Todes von Gunnar Hansen habe ich mich allerdings dazu entschlossen, heute lieber dieses Video zu machen und das Best-of von Dolph Lundgren auf nächsten Freitag um 17 Uhr zu verschieben. In diesem Sinne, ich sage herzliches Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Freitag um 17 Uhr wieder zur nächsten Ausgabe von Playzockers Best-of.